Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Geschichten aus der Hutbox von AdobeKit. Alle weiteren Informationen zu diesem Comic und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Comic und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Geschichten aus der Hut, das erste Comic von AdobeKit. Das Ganze in drei Varianten erschienen, und zwar einmal als Standard-Edition, als Premium-Edition hier in dieser Box und als Hardcore Edition. Die Hardcore Edition war auf 50 Stück limitiert, ist auch meines Wissens schon ziemlich schnell ausverkauft gewesen. Und die Box, die wir jetzt vorliegen haben, die war auf 250 Stück limitiert. Aktuell gibt es die noch zu bestellen. Das Ganze direkt über die Website von AdobeKit, über den Webshop erhältlich. Und wem der gute Mann noch nicht sagen sollte, also falls der Name AdobeKit kein Begriff ist, das ist im Deutschrap der Typ, der den Großteil aller Cover und aller Grafiken oder Logos entworfen hat. Also von Bushido über Farid über Aslax, Haftbefehl und wie sie alle heißen, der Typ macht echt nahezu die gesamte Deutschrap-Szene und hat natürlich auch schon Comics im Vorhinein gemacht, wie zum Beispiel von Farid Bang damals oder von Bushido gab es ja Comics in diversen Deluxe-Boxen. Das ist der gute Mann gewesen. Ja, Geschichten aus der Hood, AdobeKit Comics Heft Nummer 1. Heft Nummer 1 lesen wir unten, Premium Edition. Wir haben hier eine schwarze Box mit orangenem Aufdruck, also orangenem Schriftzug. Und dann haben wir hier einen, sieht nach einem jungen Mann aus, der hier anscheinend Ware abwiegt bzw. abpackt. Daneben ein Laptop und sieht auf jeden Fall nach illegalen Aktivitäten aus. Die Box ansonsten in schwarz gehalten. Hier geht die Grafik von der Front noch weiter auf die Seite. Geschichten aus der Hut lesen wir hier, Heft Nummer 1. Auf der linken Seite ebenfalls. Die Rückseite ist blank schwarz und hier haben wir wieder in orange die Credits. Oberseite und Unterseite ebenfalls blank schwarz. Wir haben hier einen Pappschuber, das heißt, das Ganze können wir dann hier herausziehen. Ups. Und so sieht dann die eigentliche Box aus. AdobeKit Comics lesen wir hier. Ansonsten alles in schwarz gehalten. Rückseite ebenfalls. Und das Ganze ist eine Klappbox, die wir dann hier aufmachen können. Wir haben als Inhalt hier einmal ein Stickerpaket. Dann haben wir Papers und Tipps. So einen kleinen Plastikring, so einen Silikonring. Kommen wir gleich noch dazu. Ein T-Shirt, ein Poster und dann hier die Comics. Und zwar einmal, das ist eben die Standard-Edition gewesen. Und dann hier die Premium-Edition, diese auch von AdobeKit handsigniert. Box von innen glatt weiß. Und dann fangen wir auch schon mit dem Inhalt an. Also, wir haben hier zweimal den Comic, der meines Wissens vom Inhalt ident ist, nur eben durch das Cover bzw. durch die Unterschrift sich unterscheidet. Wir haben das Ganze, wie man es von solchen Comics kennt, hier oben zum Rausziehen. Und hier haben wir einfach so eine Pappunterlage, damit das Ganze stabil ist und nicht irgendwie verknickt oder so. AdobeKit Comics lesen wir hier. So sieht das Ganze aus. Das ist die Rückseite. Barcode haben wir hier. Also gut möglich, oder ich gehe mal davon aus, dass es auch irgendwo im Zeitschriftenhandel oder in irgendwelchen Geschäften zu kaufen gibt und nicht nur übers Internet. Also wie gesagt, das hier das Cover der normalen, der Standard Edition. Blättern wir mal kurz hinein, damit ihr einen kurzen Einblick bekommt. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir noch die Premium Edition. Diese eben mit diesem Cover hier. Und dann haben wir hier unten noch die Unterschrift mit so einem silbernen Stift, mit dem silbernen Marker. AdobeKit lesen wir hier. Wie gesagt, vom Inhalt meines Wissens genau ident.
So, die Comics packen wir mal wieder zur Seite Nummer 1 und Nummer 2. Dann haben wir die Sticker. Wir haben hier einmal Adobe Kit Comics, rechteckig in schwarz und weiß. Dann haben wir einen Polizeihelm, Geschichten aus der Hut lesen wir hier. Born to Riot, ACAB. Erinnert mich an Full Metal Jacket, da war ja auch auf dem Cover oder auf dem Filmplakat damals so ein Army-Helm. Ich glaube, da stand aber dann Born to Kill drauf, nicht Born to Riot. Falls ihr den Film kennt, wisst ihr sicher, wovon ich rede. Dann haben wir hier einen Sticker in kreisrunder Form, Geschichten aus der Hut in schwarz mit gelbem Aufdruck. Und dann nochmal einen in weiß und schwarz gehalten, quadratisch, Geschichten aus der Hut. Und dann haben wir hier so einen zerstörten Polizeitransporter. Also sieht aus wie Hamburg nach den G8-Protesten. Dann haben wir Papers und Tipps. Es müssten 32 Stück sein, wenn ich nicht irre. Adobe Kit lesen wir hier. Das ist die Rückseite. Ja, steht sogar hier. 32 Filtertipps, 32 Papers, extra fein Gummi, Arabicum. Okay. Und dann hier noch die ganzen Social Media bzw. Webauftritte von Adobe Kit. Und dann haben wir noch hier als Boxinhalt so einen kleinen Silikonring. Hier lesen wir noch, ist die Frage, ob man es lesen kann, Made by Dexo. Und hier lesen wir Smokey, also ein Ring, den man sich zum Beispiel hier an den kleinen Finger machen kann und dann hier in dieser kleinen Öffnung eine Zigarette oder was auch immer man rauchen möchte, so reinklemmen kann. Dann hat man die Hände frei. Meines Wissens ist das gedacht für Autofahrer oder Radfahrer oder vielleicht für Leute, die zocken oder am PC arbeiten, dass man die Hände frei hat und dabei nicht auf das Rauchen verzichten muss. Ich persönlich rauche nicht, aber für alle Raucher natürlich eine feine Sache. Gut, dann haben wir noch ein Poster. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier ein Poster im Hochformat. Und auch hier wieder der Polizeihelm, der zerstörte oder mehr oder weniger, ja, der ziemlich beschädigte Polizeihelm. Oben lesen wir wieder in diesem schwarzen Balken Adobe Kit Comics präsentiert. Born to Riot ACAB. Geschichten aus der Hut. Also sieht für mich aus wie so ein Filmplakat. Gefällt mir gut. Ist einseitig bedruckt. Und dann haben wir noch, wie es sich für eine Deluxe-Box natürlich gehört, ein T-Shirt. Keine Öffnung. Und mit dem Messer. So, wir haben hier ein weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck. So sieht das Ganze aus. Also, auch hier wieder dieser beschädigte Polizeitransporter und darüber der Schriftzug Geschichten aus der Hut. Neckprint haben wir auch, sehr schön, gefällt mir immer gut, wenn es Neckprints gibt. Adobe Kit Comics lesen wir hier, das Ganze in Größe L. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ob wir hier einen Zettel vorfinden bezüglich Material. Jawohl, das schaut gut aus. Und zwar haben wir hier stehen 100% Baumwolle. Und hier lesen wir es noch, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier dieses weiße T-Shirt mit dem schwarzen Aufdruck. Geschichten aus der Hut lesen wir hier. Und darunter haben wir eben diesen zerstörten Polizeitransporter. Ist jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz so mein Motiv, also ich werde damit eher weniger herumlaufen, aber ja, hat auf jeden Fall was. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, die Papes und die Filtertipps,
dieser Silikonring zum Rauchen. Dann haben wir die 4 Sticker und natürlich die Comics. Einmal in der Premium Edition mit Adobe Kit Unterschrift und einmal in der normalen, in der Standard Edition. Das alles in dieser wunderbaren Box, Geschichten aus der Hood von Adobe Kit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Comic bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Comics oder die Arbeit von Adobe Kit feiert, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.